Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt die Kühe versorgen. Beginnen der Tiere. Dazu haben wir unsere Anhänger mit Mischfutter vorgemacht. Und den fahren wir nun zu den Kühen. Und da werden wir alle immer schauen, dass wir alle Fahrzeuge voll zum Hof kriegen, die nur irgendwo rumspüren. Die Brauerei könnte heute Nacht gut durcharbeiten. Rein theoretisch. Wir können auch den großen Anhänger jetzt nehmen für den Mist. Dann, wenn der jetzt gut durchpasst, dann ist gut. Wenn nicht, kommt der für die Passgrase durch. Mit viel bitte, bitte sagen. Ja gut, dann müssen wir die Hänger für Mist nehmen und dann den roten für Mischfutter. Der war auch nicht ganz so hoch. Denn die werden ja immer ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, also ziemlich eng nach oben. Ja, und dann müssen wir halt sehen, dass wir da entsprechend anderen Anhänger nehmen für Füttern, ne? Also normalerweise wird das Holz ja wegfliegen ohne Ende, ne? Das ist ein Zentimeter, ne? Mit Anlauf. Bitte so nichts. Ein bisschen nach links, vielleicht geht das. Ja, das ist besser. Bist gefangen. So. Guck mal, was hat nicht hin. Wo ist die Option, um die Reifen in den Luftschlag lassen kann? Zumindest mein Hänger. Aber wir kamen schon mal raus wieder, das ist ein Problem. Jetzt will er aktuell nicht. Gut, nicht gut.
Position. Aha. Das kann man also auch verschieben. Wusste ich nicht. Und trotzdem, das müsste vorne auch noch gehen irgendwie. Gut. Das andere Teil, die Seiten gehen nicht runter. Das gibt's doch gar nicht. Das geht links und rechts runter. Bescheuert in Anführungszeichen ist ja da trotzdem nicht die, dass es nicht geht. Das macht nur gut sein, wenn man beladen will mit einem Radlader so, ne, von da. Rückwärts fahren, nach hinten rausfahren wieder. Das ist jetzt ein Kriege. Muss versuchen, ne? Also muss versuchen. Mal gerade fahren. Nummer 3 können wir wieder rauskommen, ne, normalerweise, ne? Weil es auch hinten ein tiefer, das kann ja auch sein. Und dann ist es Anhänger Tabu für Stahl. Also LKW passt schon gar nicht rein, ne? Also das ist schon extrem hoch. Ich gar nicht, aber ist nur minimal, ein Zentimeter oder so, oder zwei, oder drei, vier kann es ja auch sein, ne? Andere Hand wäre ein Hänger zurücksetzen zum Hof, ne? Also zum Händler. Wir sind schon mal raus. Aber auch nicht. Hier draußen, ne, aber sind wir schon mal die erste Höhe genau. Also draußen sind wir, aber noch nicht richtig, Anführungszeichen. Weil wir uns erfahren haben. Anführungszeichen. Also, keine Laternenfall, der stört. Nicht mehr. So, jetzt können wir Mist fahren. Ne? Jetzt fahren wir so Mist und dann ist gut. Für Mistfahren ist er gut geeignet, also bestens. Auch für Kartoffeln zur Not, ne? Also. Aber Futter und so, meine Sorge, was drin ist hier, aber normalerweise 0%. Was er nicht, so, Lampe. Das, was ich nicht mag, ist Dunkelheit. Das ist eine Richtung.
So. Ein bisschen Licht kann ich schaden, ne? Das Förderband so gestalten, dass ich quer durchfahren kann. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt für mich. So. Oder aus. So, Förderband mal ganz kurz verlängern. So. Dann brauchen wir nicht so weit fahren, ne? Ah, wozu sie quälen, ne? Müssen wir nur entsprechend den Traktor wieder nach vorne fahren. Aber das geht ja leicht. Traktor nach vorne fahren geht ja leicht, also. Das machen wir ganz leicht. So, dann kann er nebenbei aufladen. Und wir gehen indessen mal zu den Schweinen. Hier mal die Kühe Wasser geben, ne? Na, nicht zurücksetzen, einsteigen. Tag Kuh. So. Also wir werden euch nochmal jetzt noch Rest geben, und zwar für Stroh und noch ein bisschen Futter. So. Wenn die entsprechend ihre Kälber kriegen, dann wird der Bedarf aktuell steigen. Den machen wir auch wieder hoch. Mit allem in der Maus. So, aushängen. Der kann sich alleine voll machen zur Zeit. So. Machen wir Licht an. Dann sehen wir ja nichts. Wenn wir einen anderen Anhänger nehmen, den roten, der war aber ein bisschen besser. Der ist ein bisschen tiefer gewesen, wenn ich richtig erinnere. Aber den großen kriegen wir nicht. Wir haben einen Dolly. So. Nehmen wir erstmal Stroh. Aus dem Lager. Ja, das ist ein guter Strichwort, ne? Einer was hingestellt hier. Wer war das?
Wenn wir Stroh und Zweier kippen, dann müssen wir da reinschauen. Also, das ist ja nach mir falsch. So. Ist ja nicht viel, Hauptsache mal weg. Da müssen wir sowohl den LKW holen, nachher wieder der aktuell Gärreste fährt, fahren würde. Der muss ja Weizen und Gerste zur Brauerei bringen, ne? Schön Lager voll machen, dass wir im Winter durchproduzieren können. Und dann können wir dann aller Ruhe irgendwann mal Bier verkaufen. Immer im Frühjahr werden wir genug Zeit haben nebenbei. Die Aussaat erfolgt ja alleine mehr oder weniger. Und das können wir dann in aller Ruhe verkaufen. Vielleicht hätte das Geld sogar fürs Feld neues, mal sehen. Wäre ganz gut, wenn wir noch ein Feld dazu kriegen würden. Dass wir da ein bisschen erweitern können, unsere ganze Rose hier. So, und der ist tiefer. Von daher ist besser. Ich weiß noch, letztes Mal bin ich hinten auch noch rausgekommen, aber gut, das mache ich. Der berühmte Millimeter hat gefehlt. Ungünstig. Gerade wieder was verlangt in der kurzen Zeit. Hier wollen wir Stroh holen. Wie viel Mist bekommen, Mensch, Mist. Den Rest kippen wir ins Lager rein. Und dann werden wir die anderen Anhänger entweder wegschieben oder. Jo. Oder, ups, oder, ja, LKW holen, ne? So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich mache gleich weiter. In der nächsten Folge geht's weiter mit Weidetiere versorgen und, ja, Schweine noch und die Rinder kriegen noch Stroh und Schweine kriegen auch noch Stroh. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Und es geht ja gleich weiter. Tschüss. Wer möchte, kann gerne reinschauen.